Sonntag. Ja, ich glaube, es ist der 16. Februar 2020. Ja, und als Tesla letztes Jahr bekannt gegeben hat, dass sie in Grünheide bauen wollen, fand ich das eigentlich gleich total toll. Aber ich habe mich eben auch von Anfang an gefragt, ob das gut gehen kann. So in Deutschland, nach dem Beispiel der Chinesen, eine Fabrik zu bauen, die innerhalb von 2 Jahren einsatzfähig ist. Also als wir in China angekommen sind, sind wir ja schon auf dem Flugplatz darauf hingewiesen worden, dass die Chinesen so einen Flugplatz in 2 Jahren bauen, und in Deutschland dauert das ja bekanntermaßen schon 20 Jahre. Aber gut, große Hoffnung. Ich persönlich bin von dem Tesla total begeistert. Ich bin von Elektromobilität begeistert. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns das nicht mehr leisten können, aus verschiedenen Gründen. Diese riesenhaften Diesel- und sonstigen Verbrennungsmotoren zu bauen. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass die überhaupt keinen Spaß machen, dass die viel zu teuer sind, dass sie eine Riesensauerei sind und dass sie vor allen Dingen total altmodisch sind. So ein bisschen bin ich ja gespannt, wie das Ganze heute werden wird. Also von der Situation her ist es wahrscheinlich nicht bequem. Also offensichtlich haben die letzte Woche irgendwie mit der Ende der Woche angefangen, also die Bäume zu fällen. Laut Zeitungsartikel schneiden sie sie in 2 Meter große Stücken. Also ist es auch kein so besonderes Holz, was da jetzt geerntet wird. Und eine grüne Liga, irgendwie ein Landesverband aus Bayern, hat diese ganze Aktion aber gestoppt. Also das Gericht in Frankfurt-Oder hat noch gemeint, dass das Umweltgutachten vom Landesumweltamt nicht zu beanstanden sei. Das Oberverwaltungsgericht in Berlin, hat aber gesagt, nein, also wir stoppen das Ganze erstmal, weil es sein kann, dass diese Beschwerde von diesem Umweltverein durchaus Chancen hat. Insofern können wir also ohne weiteres damit rechnen, dass es dort eine etwas angespannte Situation gibt. Also auf den Bildern der letzten Tage, die ich gesehen habe, sieht man eine Baustraße, die in das Grundstück reingeht. Da werde ich mal gucken, wie die aussieht, ob man da noch rein darf. Ich habe Schilder gesehen, dass das Ganze munitionsverseucht sei. Also auch das werde ich mir mal angucken. Hoffen wir, dass der Regen bis dahin aufhört. Also auf jeden Fall mache ich mir Sorgen. Man weiß es nicht, ob es gleich was auf die Fresse gibt, wenn man da mit dem Handy versucht zu filmen oder so. Also nein, so sind die Sportfreunde in Brandenburg ja nicht drauf. Aber ich finde das schon ziemlich ärgerlich, was da abläuft. So, da haben wir also mal die Chance, wie die Chinesen, uns Know-how ins Land zu holen. So richtiges Know-how. Know-how also was wirklich 10 Jahre uns voraus ist. Und was machen wir? So ein Scheiß. Huawei hat die Oberfläche von dieser Kamera verändert. Und ich verwechsel jetzt tatsächlich, ist die Kamera eingeschaltet oder ausgeschaltet. Ich quatsch hier also stundenlang. Und die Kamera ist nicht an, weil ich es nicht raffe, weil sie eben wieder was geändert haben. Also, zurück zum Text. Ich gehöre nicht zu den Autonarren und sonst irgendwas. Ja, also ich gehöre zu den Leuten, die es wirklich bedauern, dass die Initiative 130 km/h auf deutschen Autobahnen in der letzten Woche abgelehnt worden ist. Aber ich mag Technologie, ich mag moderne Autos. Also ich meine, jeder von uns fährt gern Auto. Niemand will eine Strecke von Berlin Mitte nach Potsdam in 3 Stunden machen. Das will man in einer halben Stunde gemacht haben. Deswegen nutzen wir Autos. Ja, aber die sollen modern sein. Und moderne Autos müssen irgendwo gebaut werden. Und warum nicht in Berlin? Warum muss dieses Auto tatsächlich irgendwo im mittleren Westen der USA produziert werden, per Bahn nach San Francisco reisen, dort ein Schiff besteigen, den Panama-Kanal durchqueren
über den Atlantik fahren, um in Seebrücke ausgeladen und auf dem Autotransporter verladen zu werden, der es dann zu uns nach Hause bringt. Warum, wenn wir das gleiche Auto direkt in unserer Nachbarschaft, Grünheide, Berlin, herstellen können? Klar ist das ein heiß umkämpfter Markt. Und ich mag Verschwörungstheorien. Also ich habe jetzt gerade erlebt, wie die Bundesregierung im Herbst letzten Jahres eine verbesserte Umweltprämie für den Kauf von Elektroautos annonciert hat. Und bums, kauft keiner mehr Elektroautos, weil alle auf die Prämie warten. 3 Monate hat es gedauert. 3 Monate Zeit für die deutsche Autoindustrie, ein bisschen was aufzuholen. Was machen sie? Sie produzieren Diesel. Sie schlagen sich mit ihren Kunden rum, ob sie sie nun beschissen haben oder nicht, und wollen keine Ausgleichszahlung leisten. Sie behaupten, die Anwälte ihrer Kunden seien zu teuer. So, und jetzt Verschwörungstheorie. Hey, ist das Ding mit der unterbundenen Baumfällaktion auch die deutsche Autoindustrie? Ich meine, immerhin kommt es aus Bayern. Haben die bei BMW nicht gerade erst einen gefeuert, der bis Ende letzten Jahres gesagt hat, niemand will Elektroautos? Ich weiß nicht genau, ob man das hört. Aber ich bin da wirklich echt stinkig. Ja, also alles, also was da alles passiert und was dazu führt, dass in Deutschland praktisch nichts elektrisch vorwärts geht, ist wirklich eine Schande. So, jetzt habe ich bis Erkner gemeckert. Wir biegen jetzt hier im Kreisverkehr gleich in Richtung Fürstenwalde ab und werden dann am Bahnhof Fangschleuse, ist das wohl, erstmal wieder parken und uns rechts in die Büsche schlagen. Wenn es nicht so doll regnet. Vielleicht nochmal zur Darstellung der Situation. Also das hier ist jetzt Grünheide, Ortsteil Fangschleuse. Unmittelbar hinter uns haben wir gerade die Autobahn gequert. Ja, da endet also sozusagen die Naherholungszone von Grünheide. Rechts neben uns parallel, also in etwa parallel zu der Straße, die wir jetzt fahren, natürlich geradeaus, ist die Eisenbahnlinie nach Frankfurt-Oder. Und hier linker Hand jetzt, da ist die eigentlich schöne Gegend. Also da sind Wälder, da sind Seen, da findet Naherholung statt. Die Seen hier sind auch wirklich total sauber, weil es einfach die ersten sind und weil hier ringsum Wald ist und keine Landwirtschaft. Ja. Aber quasi nach rechts und nach hinten, die Gebiete sind nicht die, wo hier Naherholung und Tourismus und sonst was stattfindet. Sondern das sind eben Nutzwälder aus Ostzeiten, da brauchte man schnell viel Holz und hat in Kauf genommen, dass das auch minderwertig ist. Also sind das irgendwelche Fichten. Ja, und der Wald selber, das ist ein Sandboden, also das sind jetzt auch keine schönen Wege, wo man Rad fahren könnte oder so. Also wenn ich da mit dem Einrad lang fahre, dann ist das ein Balanceakt, dann ist es wirklich so, dass ich da ständig auf die Fresse fliege, ja, und ich bin saudreckig, wenn ich da aus dem Wald wieder rauskomme. Also so ist es nicht. Ja, so, und auf der anderen Seite, diese Situation ist natürlich verkehrsgünstig. Also die Eisenbahnanbindung ist eben wirklich da. Also der Bahnhof ist eben fußläufig irgendwie 5 Minuten von dem Tesla-Gelände weg. Ja, das Tesla-Gelände hat einen Bahnanschluss. Es ist sogar denkbar, dass die einen Sonderzug fahren lassen. Amis haben ja sowas manchmal drauf. So. Also, ich bin jetzt hier in dem Wald. Erstaunlicherweise gibt es tatsächlich Schilder, Kampfmittelräumung, betreten verboten. Habe ich aber natürlich nicht gesehen.
und ich fahre mal ein Stückchen an der Straße lang, wobei bisher hier noch nichts weiter zu sehen ist. Hier rechte Hand, wie gesagt, die Eisenbahnschiene. Jetzt hier, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, da. Das ist die Eisenbahnlinie, die abzweigt, also rechte Hand immer noch die Hauptstrecke. Und wir fahren jetzt quasi direkt auf die Weiche zu und würden dann das Grundstück von Tesla vor uns haben. Ich weiß nicht, ob sie es inzwischen abgesperrt haben. Mal sehen. Also hier Eisenbahn. Eisenbahn, Eisenbahn. Und hier ist nochmal ein schönes Schild gesperrt. Es fängt inzwischen richtig an zu regnen, also ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier noch fahre. Aber wir können ja mal gucken. Also zumindest das Schild da vorne interessiert mich schon noch. Ja, also in den Wald dürfen wir nicht rein. Kampfmittelräumung. Wobei ich die Schilderrechtslage jetzt so interpretiere, dass hier eben nicht gesperrt ist, sondern nur für Autos. Und ich darf links nicht in den Wald wegen der Kampfmittelräumung. Und hier sehen wir jetzt im Wald quasi die ersten Spuren menschlicher Tätigkeit. Also hier gibt es wieder Markierungen. Der Bagger war sicherlich für irgendwas Sinnvolles da. Und die Straße wird tendenziell schlechter. Hier offensichtlich aller möglicher Metallmist, der bei der Kampfmittelsuche aufgefallen ist und dann wahrscheinlich auch gleich mit beräumt wird. Also hat das Ganze doch einen Umweltaspekt. Und hier werde ich jetzt vom Einrad runtersteigen müssen, das wird jetzt zu haarig. Mal gucken, wie es weitergeht. So, also hier wieder sehr interessante Schilder. Waldweg nicht öffentlich. Untersagt, Wege im Wald mit Kfz zu befahren, sowie Kfz dort abzusichern, sowie der Amt für Forstwirtschaft. Also dürften wir hier rein. Aber Kampfmittelräumung, Firma Röhl, betreten verboten. Nochmal so eine richtige Spanneraufnahme. Irgendwelche Bauwagen. Und ein Klo. Geht also los. So, ich bin jetzt bestimmt anderthalb Kilometer reingefahren und bisher hat sich hier noch nichts verändert, außer dass es eben auch grüne Stöckchen gibt, wie man hier jetzt vorne sehen kann. Das Wetter ist so mies, dass ich bestimmt gleich umdrehe. So, da haben wir noch einen Bagger, der irgendeinen Graben aushebt. Wozu, weshalb, keine Ahnung. Ich muss hier viel mehr balancieren jetzt. Ich denke, dass ich dann gleich nicht mehr weiterfahre. So, den Geräuschen nach bin ich aber auch kurz vor der Autobahn. Also hier geht es nicht weiter. Ich drehe rum. Jetzt eben war noch ein kleiner Knall. Keine Ahnung warum. Ich drehe rum und versuche nochmal diese Baustraße da zu erwischen. Inzwischen bin ich klatschnass. Kann man, glaube ich, gut erkennen. Wir sind aus Tesla-Land wieder raus. Und ja, ich werde mich jetzt ins Auto verpissen, verdrücken. Ich werde zusehen, dass ich die Heizung anwerfe und dann mal gucken, wie das Gelände von der anderen Seite aussieht. So in 3 Minuten sollte ich wieder am Auto sein.
Und obwohl es tatsächlich total matschig ist, bin ich zumindest bisher noch nicht auf die Fresse geflogen. Oh ja, jetzt wenn man ganz da vorne hinguckt, da ist dann schon der Bahnhof zu sehen. Also diese Nebengebäude auf der rechten Seite, wenn man gen Osten fährt. Hier ist jetzt nochmal der Bahnhof. Und hier könnten die Tesla-Mitarbeiter eben ohne weiteres in den Zug steigen, nach Frankfurt oder nach Polen oder nach Berlin. Veränderungen bisher sind zwei Bagger im Wald. Mehr nicht. Tolles Resümee. Inzwischen hat sich hier ganz schön Volk angesammelt. Tesla-Gebiet und irgendwo müsste jetzt diese Baustraße, wenn sie tatsächlich existiert, reingehen. Da ist gerade ein Auto im Wald verschwunden. Das ist aber keine Baustraße, aber da drin sehe ich Wohnwagen. Autos, das wird wohl die Forstbrigade dann sein. Hier ist jetzt abgeholzt. Ich fahre mal in das Industriegebiet links rein. Hier sieht es auch aus wie Straße wird gebaut. Und zwar Straße wird schnell gebaut. Und es scheint auch einen relativen Tourismus zu geben. Ich werde mich mal dahin stellen, wo ich schon mal gestanden habe. Und dann mit Schirm ein Stück die Bahnschiene langlaufen. So, jetzt bin ich wirklich mit dem Schirm unterwegs. Laufe hier wieder die Schienen lang. Und bin jetzt quasi gleich an der Brücke. Und wenn ich das richtig gesehen habe von oben, dann haben sie auch tatsächlich dahinter in dem Gebiet angefangen, Bäume zu fällen. Genau. Ja, und sie haben doch einiges geschafft. Also wenn wir uns das angucken, recht ordentlich. Wobei meine Betrachtung, die ich zum Standort der Fabrik im Dezember angestellt habe, wohl alle falsch sind. Also es ist viel näher an der Straße dran, bedeutet aber eben auch viel weiter entfernt vom eigentlichen Ort Grünheide, der so in diese Richtung dann liegen dürfte. Dahinter die, also dazwischen ist noch die Eisenbahnlinie und linker Hand, wie gesagt, gleich hier anschließend die Autobahn. Hier oben, das ist die Zufahrtsstraße, die wahrscheinlich verwendet werden wird. Also aus meiner Sicht alles vollkommen unkritisch. Ich laufe jetzt noch ein Stückchen durch den Wald
um quasi an diese Baustraße zu kommen oder diese Baustelle für den Straßenbau. Aus meiner Sicht noch ziemlich bemerkenswert, es sind ganz schön viele Leute hier zu Fuß unterwegs. Offensichtlich bin nicht nur ich neugierig. So, und da ist die Straße. Und auch hier wird gebaut. Und offensichtlich ist dieses Stück, also hinten rechts sieht man ja quasi die andere Rodung, offensichtlich ist dieses Stückchen hier noch zu viel und vermutlich auch die kleine Schonung. Also da wird die Tesla-Fabrik stehen, wenn sie denn gebaut werden darf. Jetzt bin ich wieder ein bisschen schlauer. Durchnässt, kalt und fahre jetzt nach Hause. Aber ich habe wieder ein bisschen was gesehen von dieser Welt und weiß, wie es bei Tesla weitergeht. Und wo ist mein Mützchen? Da liegt es, okay. Ein Restblick, also auch hier scheint gerodet worden zu sein. Waren doch schon ganz schön fleißig. Hier ist jetzt nichts zu sehen, aber nur zum Beweis, dass da nichts zu sehen ist, kann man ja die Kamera mal hinhalten. Jetzt habe ich mich gerade noch mal richtig geärgert. Also ich sitze so schön im Auto bei 24 Grad, ja, trocknen. Und da kommt doch im Radio gerade Nachrichten und dieser komische Umweltverband, der da den Stopp der Rodungsmaßnahmen verursacht hat, verlautbart doch, dass die Entscheidung des Oberlandesgerichts, war es das, keine Ahnung, zeige, dass auch der Investor nicht über dem Gesetz stehe. Das muss man sich mal vorstellen. Elon Musk hat angesagt, dass er irgendwie zwei oder keine Ahnung, also auf jeden Fall den Baumbestand ersetzen wird. Er hat angesagt, dass er jede Ameise umziehen wird, dass er jeden Frosch in eine neue Heimat begleiten will und, ja. Und dann kommen diese Vögel, also wirklich, man kann es nicht anders sagen, kommen diese Damen und Herren daher und erklären, dass eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes zeige, dass der Investor nicht über dem Gesetz stehe. Es ist unglaublich, wie verlogen ist denn die Welt heutzutage? Das hat doch niemand gesagt, dass der über dem Gesetz steht. Wie kommen die auf so eine Idee, so etwas zu äußern?